bin mit großer Überzeugung und Begeisterung in dieser Branche. Es braucht Begeisterung, um Dinge voranzubringen. Und ich spüre gerade sehr viel Aufbruchstimmung. Ich komme viel rum in Betriebe, in Institute, in Universitäten. Und überall überlegt man, wie man die Zukunft der Textilwirtschaft neu ausrichtet und neu stärkt. Und da möchte ich Ihnen auch einen Teil dazu beitragen. Und dafür braucht es solche Veranstaltungen wie hier. Ich sehe Textilien in Zukunft eigentlich sehr stark im Leichtbau. Überall dort, wo Festigkeit aufgenommen werden muss, aber möglichst mit wenig Gewicht gearbeitet werden muss, also für die Raumfahrt, aber auch für viele technische Anwendungen. Wir sprechen ja darüber, dass man Energie sparen muss und mit den Ressourcen schonend umgehen muss. Und das spielt ja genau in diese Richtung. Und ein anderer Punkt sind auch Geotextilien, weil man ja irgendwo den Klimawandel, der so vonstatten geht, ja irgendwo entgegenwirken muss. Und da wird man dann Materialien brauchen, die irgendwo als Wasserspeicher dienen, irgendwo eine Bepflanzung vereinfachen und auch irgendwo den Anbau von Nahrungsmitteln halt einfach unterstützen. Das sind ja irgendwo die Hauptthemen: Energie, Ernährung und letztendlich auch die Ressourcenschonung. Das Beste an den Veranstaltungen sind immer die Denkanstöße, die man bekommt durch die Impulsvorträge oder überhaupt die ganzen Themen, die irgendwo so im Randbereich von Textil mit aufkommen. Und man erfährt immer wieder was Neues, was man noch nicht gehört hat, weil man ja trotzdem irgendwo in seinem Schuhkarton sitzt und immer in seinem Handlungsfeld denkt. Und das Networking, also man trifft immer Leute, die man irgendwie für irgendein Projekt brauchen kann. Wir haben hier die textilen Unternehmen aus der Region und auch überregional. Und man findet hier in Präsenz einen lebendigen Austausch vor, technologieübergreifend, branchenübergreifend. Und die Vorträge ermöglichen natürlich auch einen Einblick, wie machen es andere Unternehmen, welche Möglichkeiten bietet Textil für morgen. Und man holt sich hier natürlich auch neue Anregungen für die weitere Arbeit. Eine tolle, gelungene Veranstaltung mit einem großen Publikum.